So, vier Finger im bleibt der Daumen draußen. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Hier ist doch keine Treppe drin. Hier vielleicht? Ah ja. Daran erinnere ich mich. Jetzt darf ich hier tatsächlich runter. Ja, hoffentlich das letzte Mal. Springen! Jo, Phönix aus der Asche und es geht weiter. Bitte ohne, also der Große kann gerne vorbeikommen, aber bitte ohne jemanden, der mich wirklich angreift. Obwohl, bitte ohne, dieser Mann. Dieser meisterhaft gefertigte Kopf sieht wie ein richtiger Schatz aus. Ich pumpe kurz meinen Helm auf. Raymond war also nicht der einzige Besucher dieser versunkenen Grabstätte. Lediglich einer der Glücklichen, die ihren Besuch überlebt haben. Jetzt kommen wir hier durch die ganzen alten Figuren. Irgendetwas stimmt nicht mit dieser Statue. Sie hat überhaupt keinen Algenbewuchs. Deswegen wahrscheinlich. Wow. Jetzt kommen wir nicht mit dem Viech wieder an. Echt jetzt, bitte lass mich im Wasser spawnen. Bin ich nochmal über den Friedhof. Und ich muss anscheinend das Ding wirklich erstmal ein bisschen anschießen. Schlüssel und dünne Bretter können zerschossen oder zerschlagen werden. Boah, ich dachte sogar beim zweiten Teil spawnen. Nicht gut. Gehe ich halt rückwärts da rein, auch schön.
Hauptsache, ich bin durch und komme in den nächsten Bereich rein. Und dann hoffe ich mal, dass hier das Ende der Reise. Joseph ist tot. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Erfülle du nun den deinen. Utz, gezeichneter. Fragen Sie und sie wird antworten. Lassen Sie den Zyklus von vorn beginnen, wie Ihre Vorgänger. Sag mir, was unterhalb der Stadt verborgen liegt. Was liegt unterhalb der Stadt verborgen? Erzähl mir mehr über die Ruinen. Es ist ein Tempel, ein Gefängnis, eine Wiege des alten Kauil. Eine dunkle Grube, aus der viele Stimmen ertönen. Sie wusste es nie genau, aber sie kennt den Namen. Kathigonar. Woher weißt du das? Sie fragte die Toten. Die Toten, die vor ihr kamen. Diese hatten auch einst die Toten vor ihnen gefragt. Und nun fragen sie sie. Das ist der Zyklus. Wie kann ich Kathigonar betreten? Kathigonar. Sag mir, wie ich in den Tempel gelangen kann. Sie müssen ein heiliges Siegel finden. Den Schlüssel zu den Monolithen. Sie und das Siegel sind vertraut. Es wird ihnen gehorchen. Meinst du dieses hier? Ja, ja. Das Schicksal meint es gut mit ihnen. Und jetzt hören Sie mir gut zu. Haben Sie den großen Stein im Zentrum der Stadt gesehen? Er ist das Tor zu Shibalba. Den großen Stein in der Mitte der Stadt. Okay. Ich öffne das Tor im Monolithen. Wie kann ich das Tor im Monolithen öffnen? Sie müssen nach einer Vertiefung suchen, die sich nach dem Siegel sehnt. Und das ist alles? Nein. Teile des Siegels fehlen. Sie brauchen drei Finger Kauils, die aus den drei Monolithen herausgewachsen sind, und müssen sie mit dem Siegel vereinen. Ich benötige also drei Teile, eines von jedem Monolithen. Kannst du mir zumindest sagen, wo die Monolithen sind? Sie weiß es nicht. Aber in jedem Zyklus versammeln sich die Feueranbeter in der Nähe dieser besonderen Orte. Finden Sie sie. Sie kennen die Antwort. Wie kann ich den Wahnsinn aufhalten? Wie kann ich den Wahnsinn aufhalten, der aus den Tiefen emporsteigt? Was erwartet mich dort unten überhaupt? Das werden Sie herausfinden, sobald die Zeit reif ist. Der Gezeichnete zu ihrer Zeit stieg hinab in die Tiefe und Kathigonar schlief. Folgen Sie seinem Pfad und tun Sie es ihm gleich. Und kam er zurück? Nein. Okay, erzähl mir von denen, die wir gedreht haben. Du sagtest, dass es vor mir andere gab. Wer waren sie? Gezeichnete Männer, Frauen und Dinge, die ihnen vorangingen. Dieser Ort ist alt und doch existiert er noch. Warum nennst du mich Gezeichneter? Der alte Kauil hat sie berührt. Sie sehen mehr, spüren mehr und sind in ihrem Inneren mehr. Ich muss also nur alle Teilsiegel zusammenzügen. Ich muss also nur die Feueranbeter und damit die drei Finger Kauils finden, um das Siegel zu vervollständigen. Ich denke, es könnte schlimmer sein. Sie wünscht ihnen die Weisheit, die Wahl zu treffen, die getroffen werden muss. Bitte gehen Sie jetzt. Sie muss sich ausruhen. Ich auf Wiedersehen. Leb wohl. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber ich hoffe, du kannst deinem neuen Leben etwas abgewinnen. Oh, sie wird es genießen. Aber dafür muss sie erst einmal ihr Aussehen ändern. Ja. In die Tiefen. Alte Hinweise gefunden. Neue werden aufgestellt. Oh. Und hier unten doch noch was. Treten Sie Ihrem Schicksal gegenüber. Sie glauben. Richtige Entscheidung treffen werden, ja. Dann trete ich mal das Schicksal von meinem Gegenüber. Übertrete ich dem Schicksal mal gegenüber.
Schön. Okay, jetzt muss ich Monolith und so und Luftblasen. Der Druckausgleich ist doch viel zu hart, Alter. Nicht zu Hause nachmachen. Also, im Wasser nachmachen. Zu Hause wird schwierig. Okay. Ich bin der Träger der Saat. Ich habe alles, was ich brauche. Das Siegel, das Wissen, der Team, der Gebäude. Dann sollte ich mich jetzt alles sehen, was ich möchte. Danach sollte ich zurück in mein Zimmer in Devil Street Hotel gehen, um mich auszuruhen. Alles klar. Es ist wieder dieser Moment in einem Spiel, wo der Spieler dann sagt, du kommst hier nicht mehr zurück zu, was du noch offen hast. Es geht aber ins Endgame. Und da ich sonst nichts Besseres zu tun weiß, werde ich jetzt an Land gehen, eine Schnellreise zu meinem Hotel machen und mich dort erstmal hinlegen. Tschung. Katschung. Das Schlimme ist, dass man so langsam weiß, wo die Punkte sind und dann hört das Spiel, ist das Spiel am Ende. Aber ich habe ja noch viel zu tun und ich habe noch viel Zeit. Ich könnte ja bestimmt irgendwann nochmal erstmal speichern. Als. Hauptposition. Oder als Auswahlposition. Und dann. Und ein Video. Wo der Tote da wieder da ist. Hi. Okay. Ich bin einfach nur des Wahnsinns. Bitte Beute und. Ich behalte sie im Auge, Neuankömmling. Was auch sehr gut ist. Prophezeiung mit meinen Anmerkungen. Als das Zeitalter der Menschheit noch nicht angebrochen war, existierte Ctigona bereits viele Äonen unter der Erde. In diesem schauerlichen Gefängnis schlummert im Verborgenen die Tochter des Schläfers, dazu verdammt, diesen Ort niemals zu verlassen. Doch da sind jene, die seine Tochter befreien könnten, würde doch die Saat des Schläfers zu ihr gelangen. Kurz bevor der Zyklus von vorn beginnt, zieht es all jene, die die Saat in sich tragen, getrieben von abscheulichen Visionen gegen Ctigona. Die Siegel von Ctigonar wird ihren Weg ebnen. Viele werden es versuchen und dabei zugrunde gehen. Wenn die Sterne richtig stehen und der Schläfer sich rührt, wird es jedoch einem gelingen. Dann ist die Tochter des Schläfers frei und aus dem angeschwollenen Bauch wird der Schläfer hervorkommen und so ein weiteres Mal das Licht der Welt erblicken. Ist das mein Schicksal, wird derjenige, dem es gelingt, sterben. Ursache für den sich ausbreitenden Wahnsinn ist die Tochter des Schläfers, die in Ctigonar eingesperrt ist, einem schauerlichen Gefängnis unterhalb von Oakmont. Nur Träger der Saat können Ctigonar betreten und die Tore des Gefängnisses öffnen oder für einen weiteren Zyklus schließen. Der Monolith im Zentrum des Bezirks Advent ist der Zugang zu den Gewölben von Ctigonar.
Um ihn zu öffnen, muss ich das Siegel mit drei steinernen Fingern der Cowls vervollständigen, die aus drei Monolithen in der Stadt herauswachsen. Dabei handelt es sich um den zentralen Monolithen und zwei weiteren Monolithen, deren Standort die Feueranbeter kennen. Der Träger der Saat, die Tochter des Gedirne, der Saat muss nicht sterben. Könnt ihr überleben? Karte. Inmitten von Advent. Ist das Ziel. Ich markiere mir den Punkt einfach mal, weil ich nicht weiß, wo es ist. Okay. Oh. Hochmut hat eine weitere Geisteskurs verloren. Ihr könnt so viel bla bla. Immer das berühmte Physiker ist ja was. Ich dachte, ich müsste nochmal pennen oder so. Okay, gut, jetzt muss ich mir mit nach Advent anscheinend und. Und zu den Monolithen gehen, also dieses riesige Dingsbums, was da steht, und hoffen, dass ich da endlich mal. Für den da, ja. It's a gentle touch of tentacles. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen und hi. Ich muss nämlich irgendwie hier erstmal hochkommen. Ich habe kein Geld für dich leider. Also ich wollte dir ja schon was geben. Was nicht so geklappt hat und jetzt sind hier Fackeln. Wegen Effekt oder. Nein, hier geht's zur Kirche. Wo ist denn das Riesending hin? Dahinter. Okay. Die Zeit ist gekommen, Brüder und Schwestern. Wir müssen uns läutern lassen, bevor wir der neuen Welt entgegentreten. All unseren Kummer und all unsere Leidenschaft müssen wir auf dem Weg in ein neues, unbeflecktes Leben zurücklassen. Es scheint zur Läuterung der St. Michaeliskirche des brennenden Dornenbusches. Okay. Die haben sich scheinbar alle zersiebelt. Oh, da. All jene, die innerlich rein sind, sollen bei seinen Füßen ihre letzte Ruhe finden. Ihre Seelen werden frohlocken und auf ewig mit den Angels singen. Ja. Oder auch nicht. Komme ich hier irgendwie weiter, oder? Nicht wirklich. Die Tür gibt nicht nach. Brüder und Schwestern, seid auf der Hut. Der Zyklus neigt sich dem Ende zu. Und es kommt immer wieder vor, dass Wild Beasts in unseren Räumlichkeiten auftauchen. Solltet ihr vorhaben, den Zetetik-Raum aufzusuchen, lasst äußerste Vorsicht walten und tragt Waffen bei euch. Die Tür gibt nicht nach. Gut, gehe ich mal nach oben. Ich will doch nur zum Monolithen. Hi. Hast du mich vielleicht erschreckt, Bruder?
Bist du auch zu spät zur Läuterung gekommen? Ich heiße Charles. Mein Name ist Charles Reed. Und Sie sind? Meryl. Aber rede mich einfach mit Schwester an. Wir sind doch schließlich alle eine Familie, nicht wahr? Was ist hier los? Was ist hier passiert? Die Läuterung. Der Zyklus ist abgeschlossen und schon bald beginnt er von vorn. Daher müssen wir uns durch das Feuer läutern lassen. Warten Sie. Wollen Sie damit sagen, dass Sie sich das selbst angetan haben? Erfüllt von Freude, Bruder. Freude. So lange haben wir diesen Augenblick herbeigesehnt. Und schon bald wird der Zyklus von vorn beginnen. Innerlich rein werden wir in der neuen Welt wiedergeboren werden. Lass dein altes Leben hinter dir, Bruder. Wage mit uns den Neuanfang. Neuanfang? Wie können Sie sich da so sicher sein? Was, wenn es einfach nur Selbstmord ist? Sollte der Zyklus nicht von vorn beginnen, wären wir dennoch gesegnet, denn dann bliebe uns die große Katastrophe erspart. Angels haben uns diese Schrecken in unseren Träumen gezeigt. Dies würde geschehen, wenn die Saat Erfolg hat und die Tochter ihre Freiheit erlangt. Wer würde das schon erleben wollen? Ich suche nach einer prägnanten Stelle am Monolithen. Ist Ihnen an diesem Monolithen eine Stelle aufgefallen, aus der ein Stein herauswächst? Ich habe nämlich nichts dergleichen gesehen. Ah, ich weiß, was du meinst, Bruder. Die Stelle befindet sich unten am Monolithen, hier im Untergeschoss. Welcher der Monolithen öffnet den Zugang? Sie sind eine Feueranbeterin, nicht wahr? Wissen Sie, mit welchen Monolithen sich der Zugang unter die Stadt öffnen lässt? Warum willst du das wissen? Ich versuche, dem Wahnsinn ein Ende zu machen. Ich versuche zu verhindern, dass sich der Wahnsinn weiter ausbreitet. Ein hehres Ziel. Wir haben die Steine, die du suchst, in unseren Träumen gesehen. Pater Nicholas wusste, wie man sie findet. Aber er hat seine Aufzeichnungen unten versteckt, damit nur die Saat sie finden kann. Leute wie du und ich werden da kein Glück haben, Bruder. Wollen Sie sich verbrennen? Haben Sie ernsthaft vor, sich zu verbrennen? Ich will den Akt der Läuterung vollziehen. Ja. Wissen Sie wirklich, was Sie da tun? Klingt nicht gerade nach einem schönen Tod. Bitte, sind Sie sich sicher, was Sie da tun? Ich habe keine Angst vor den Schmerzen. Sollte der Zyklus von vorn beginnen, werde ich wiedergeboren und innerlich rein sein. Es steht mir nicht zu, Sie daran zu hindern. Tun Sie, was Sie für richtig halten. Hinweise, wie man den Monolithen findet. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, bei den Flammenzungen und Feuergruben. All jene, die innerlich rein sind, werden zu seinen Füßen ihre letzte Ruhe finden. Ihre Seelen werden frohlocken und auf ewig mit den Angels singen. Die Sünder hingegen werden in der Hölle schmoren. Im Heim des abgesunkenen Teufels, wo silbernes Kopfsteinpflaster die kalten Straßen säumt und den Weg ebnet zu ewigem Leid. Das, meine Brüder und Schwestern, sind die Möglichkeiten, die wir haben. Also, zündet euch selber an und habt Spaß dabei. Ich mag Religionen, aber nicht Religionsgruppen. Nur um das mal klarzustellen. Weil Religionsgruppen dann immer irgendwie ein paar Idioten dabei haben, die völlig durchdrehen und sich selber anzünden. Oder ähnliches. Luzides Träumen, Traumreisen, da hat sich jemand intensiv mit der Materie beschäftigt. Und hier haben wir noch Zeugs auf dem Tisch liegen. Vielleicht sollte ich auch mal wieder Munition bauen. Kann ich nicht? Kann ich. Ach komm. Und die Alkohol habe ich. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht mehr. Doch, ich kann hier noch. Brauche ich Kordit für, da brauche ich Kordit für. Das kann ich noch machen, aber nee, kann ich nicht. Ich kann auch keine Munition mehr machen. Ich habe noch was Gesammeltes gefunden. Hier habe ich noch Fallmappe-Sachen. Und Gedankenspiele.
Neubeginn des Zyklus, Rettung der Welt. Wenn ich den Zyklus von vorne beginne, das ist die Menschheit für Jahrhunderte sicher. Oder es bringt nichts, auch nur aufzuschieben. Eines Tages wird jemand den Zyklus beenden und die Menschheit vernichten. Könnt ihr überleben. Aber ich habe ja auch gemerkt, dass das sinnfrei ist, was ich dann da mache, weil... Den kriegt man ja zum Glück gut mit der Schaufel weg, weil das Aufladen bei ihm so lange dauert. Und der braucht eh nur einen Schlag. Ein Schlafmittel. Ein ziemlich starkes. Hast du das nicht auch in deinem Zimmer? Hier ist so ein Anzug. Endlich verstehe ich langsam den Sinn der Träume meiner Brüder und Schwestern. Der Zyklus neigt sich dem Ende zu. Es wird Zeit für unsere Erläuterung, damit unsere Seelen ihre Erinnerungen nicht verlieren und weiterhin ihrer Bestimmung folgen können. Ich habe alle Niederschriften unserer Träume gesammelt und versteckt, damit nur der Träger der Saat auf sie stoßen. Damit nur die Träger der Saat auf sie stoßen können. Wer auch immer letztendlich in den Besitz der Niederschriften langt, wird hoffentlich finden, wonach er sucht. Träger der Saat, ich hoffe, du wirst dafür sorgen, dass der Zyklus von vorn beginnt, auf das wir uns im nächsten Zyklus begegnen werden. Ein Mensch wird Schätze jener finden, die keine Menschen mehr sind. Der erste große Stein wird seinen Schatten auf sein Heim werfen. Drei Leben werden bei den Strahlrössern im Schatten des zweiten großen Steins ihren Anfang nehmen. Das Wasser wird ihr erstes vergossenes Blut hinfortspülen.